Rechenbeispiel 4. Ein Hersteller von Speicherchips gibt an, dass erfahrungsgemäß höchstens 7% der Chips fehlerhaft sind. Nach einer baulichen Änderung in den Produktionsräumen des Herstellers vermutet ein Kunde, dass sich die Fehlerrate vergrößert hat. Der Kunde und der Hersteller vereinbaren einen Test, bei dem 210 Chips geprüft werden. Die Nullhypothese H0 mit p kleiner gleich 0,07 wird abgelehnt, wenn dabei mehr als 23 Chips fehlerhaft sind. Das ist das, was man eben vereinbart hat. Mit welcher Wahrscheinlichkeit irrt man sich nun und lehnt somit H0 zu Unrecht ab? Nun, wir lesen auch hier wieder die einzelnen Angaben direkt aus der Aufgabenstellung heraus. Wir haben ja eine Stichprobe vom Umfang n gleich 210 und die Nullhypothese, die steht ja im Aufgabentext direkt drin. Wir nehmen an, dass die Trefferwahrscheinlichkeit kleiner 7% ist in dem Falle und die H1-Hypothese, die Alternative, besagt, dass sich die Fehlerrate eben vergrößert hat, sprich die Trefferwahrscheinlichkeit größer als 7% jetzt ist. Gemäß der Nullhypothese ist die Zufallsvariable x binomial verteilt mit dem Parameter n gleich 210 und der Trefferwahrscheinlichkeit von 0,07, sprich 7%. Das Ablehnungsintervall ist jetzt direkt vorgegeben, denn wenn wir eine Trefferanzahl von größer 23 beobachten, dann würden wir die Nullhypothese ablehnen, was eben bedeuten würde, dass die Fehlerquote sich vergrößert hat. Die Irrtumswahrscheinlichkeit können wir jetzt direkt bestimmen. Wir haben p von x größer gleich 23, sprich, dass wir uns hier in dem Ablehnungsbereich befinden, mit 1 minus p von x kleiner gleich 22. Das haben wir einfach umgestellt, sodass wir das mit dem GTR entsprechend auch besser ausrechnen können. Das können wir im GTR eingeben als 1 minus Binom CDF, 210, 0,07 und hier die 22. Und damit erhalten Sie eine Irrtumswahrscheinlichkeit von ungefähr 0,0226. Das bedeutet im Endergebnis, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von etwa 2,26% kann man davon ausgehen, dass die Fehlerquote sich tatsächlich verschlechtert hat. Ja, wir irren uns also nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit und damit hat sie sich vermutlich auch wirklich verschlechtert.